Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ein neuer Tag hat begonnen. Wir haben nichts hinbekommen in der letzten Folge oder zumindest nicht das, was wir wollten. Das sieht mir noch nicht erntereif aus hier. Moment, wo haben wir die Lupe? Auf 9. Mal eben gucken. Doch, erntebereit. Ah, okay. Kartoffelstaude, erntebereit. Okay, ich dachte, dass sich die Farbe vielleicht noch ein bisschen verändern würde oder sowas. Ja, perfekt, perfekt. Dann können wir das schon mal zurücklegen. Dann können wir das nehmen zum Ernten. Unsere erste Kartoffelernte. Hä? Da stand doch gerade erntebereit. Hallo? Warum? Da stand erntebereit. Na gut, dann warten wir halt noch einen Tag. Okay. So. Wasser. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich das mache, bevor ich ins Bett gehe. Und dann haben wir ja noch eine Aufgabe. Wir müssen den Weidezaun und das Gatter bauen. Okay, das werden wir dann heute definitiv mal machen, weil wir haben ja jetzt im Endeffekt alles da. Nee, nützliches war das drunter, ne? So, Weidezaun. Der zieht sich das jetzt alles schön oben von der Kiste raus. Zack. Den nehmen wir auf die 3. Beziehungsweise Gatter war das, nicht Weidezaun. Ja, sorry. Und das sind nochmal 10 Stück. Die nehmen wir dann auch direkt mal mit. Die Frage ist, ja, wir könnten theoretisch noch mehr machen. Warum habe ich eigentlich so viel Holz geholt? Das ist eine gute Frage. Hä? Das kostet mich 60. Und das waren 3, das heißt 90. Aber ich habe jetzt immer noch 60 übrig. Warum habe ich so viel Holz geholt? Ich weiß es nicht. Wir bauen auf jeden Fall noch mal 10 mehr. Können wir die auch stapeln? Ja, können wir stapeln. Sehr schön. Die Frage ist dann nur, wo stelle ich das jetzt am besten hin? Weil Sandboden. Ach so, das ist dann außerhalb von vom Bereich meiner Kugel. Die Frage ist jetzt nur, kann ich dann dieses Gatter außerhalb vom Bereich der Kugel bauen? Ja, oder? Das geht nur um das Pflanzen, nehme ich mal an. Ich möchte es natürlich nicht zu weit weg haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem Schuppen da oben ist. Vielleicht sollte ich das hierhin machen, weil dann später da oben die Tiere auch rein können oder so. Ach nee, Moment, könnte ich da nicht rein? Doch, da konnte ich rein. Da könnte ich ja theoretisch auch irgendwelche Sachen für die Tiere dann reinstellen. Ich würde sagen, wir machen das mal so, dass wir drehen. Kann ich das drehen? Weil ich will das ja auch nach unten bauen. Also mit rechter Maustaste kann ich es nicht drehen. Das ist jetzt die Frage. Oh, ja, mit E mache ich natürlich auf. Das wollte ich jetzt nicht. Mit X habe ich es jetzt wieder abgelegt. Achso, mit X kann man dann direkt die leere Hand wählen. Ah, okay. Mache ich das so weit nach oben oder mache ich das ans Runter? Ich glaube, ich mache das ans Runter. Ja, wie? Ich stehe zu nah. Jetzt muss ich das aber nicht auf der Seite. Oh, nee. Oder muss ich das da anbauen, wo ich stehe? Ach so, okay. Ich baue das von der Seite aus an, wo ich stehe. Das heißt, da würde ich jetzt gerne das Gitter ran machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rum gemacht, sonst habe ich ein Problem. So, dann das. Okay. Wenn ich das jetzt aber nach unten haben will. Ah. Ja, fast. Ich habe es gerade hinbekommen, allerdings nicht so, dass es dran ist. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde es nämlich gerne hier so dran machen, an der Ecke. Aber wenn ich das hier baue, dann passt das doch nicht. Oder? Ach so, dann zieht er das kleiner. Ah, okay.
Es ist eine Kunst für sich, so einen Zaun zu bauen. Man muss da erstmal den Durchblick haben. Aber okay, wenn man es einmal natürlich jetzt verstanden hat. Gut, wir haben 12. Ich weiß nicht, wie groß ich das jetzt bauen soll. Ich weiß auch nicht, was ich als erstes mache. Ob ich jetzt Kühe kriege oder Hühner oder so. Ich vermute jetzt mal, dass ich Hühner bekomme. 8 habe ich noch. Ja, brauchen Hühner so viel Auslauf? Ich weiß es nicht, aber... kriege ich das denn ran? So. Ja, fast. Du sollst... Genau, so. So und so. Jetzt habe ich noch 3 übrig, aber ist nicht schlimm. Wenn ich jetzt X drücke, dann bin ich jetzt wieder... Oder der springt dann immer rechts rum. Ich weiß es nicht. Kann ich da... Nee, ich muss das selber öffnen. Okay, das ist gut, weil dann öffnet der das nicht automatisch und die laufen dann da durch. Das ist jetzt allerdings ein bisschen blöd, dass das jetzt hier rüber ist. Wenn ich jetzt die Sichel nehme, mache ich dann einen Zaun kaputt? Müsste mal getestet werden, ne? Habe ich bisher nämlich noch nicht gemacht. Also noch nicht die Sichel genommen, um dann irgendwas da wegzunehmen. Okay, kann man auch nicht. Okay, dann ist das jetzt einfach ein optisches Highlight hier. Kann man aber im Nachhinein nicht wegmachen, so wie es aussieht. Na gut. Oder ich habe es jetzt nicht richtig getroffen. Das kann natürlich auch sein. Nee, was mache ich denn jetzt? Quatsch. Hallo, ich wollte das da reinmachen. Ich wollte das nicht rausmachen. So rum. So, okay, dann... ja, dann können wir eigentlich schon zu ihm gehen, ne? Baue einen Weidezaun und ein Gatter, haben wir gemacht. Oh, okay. Das ist doof. Wir sollten 20 Weide... Dann hätte ich doch 3 machen. Kann ich die jetzt mit der Axt wieder abbauen? Dann kriege ich aber nur das Holz. Ich hoffe, dass wir dann genug Holz zurückbekommen. Ach, das ist jetzt doof. Das ist jetzt wirklich doof. Das habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise nicht, ne? Die Frage ist jetzt, passt das? Da müsste ich jetzt noch zwei... Ich habe jetzt nur 3 Holz bekommen? Oder habe ich irgendwo was nicht mitgezogen? Weil 3 Holz wäre ein bisschen wenig. Ach so, ich kann die auch nur im 10er-Pack machen. Ja, okay. Das war jetzt einfacher Holzzaun. So. Ja, muss alles ein bisschen gelernt sein, ne? Da fummelt man dann so ein bisschen rum. So, die Frage ist, ich bin zu weit weg. Jetzt bin ich wieder zu nah. Könnt ihr euch mal entscheiden. So, aber jetzt müssten das doch 20 gewesen sein. Hä, jetzt ernsthaft? Nee, oder? Ich habe unten 3. 4, 5. Naja, gut, ich kann es jetzt schlecht abschätzen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vielleicht habe ich auch 14, keine Ahnung. Aber... Ich habe 2 kaputt gemacht und ich habe 2 wieder hingestellt. Eigentlich dürfte das nicht sein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ja, ich weiß, dass da was steht. Du sollst das ja auch... Genau, du sollst das da dran machen. Das ist doof. Jetzt haben wir natürlich nicht so viel Holz. Ist ein bisschen fummelig hier. Wahrscheinlich, weil das jetzt hier drin noch ist. Moment. machen wir das mal hier weg. Es tut mir leid. So. Wenn ich das jetzt hier mache... Ach, dann macht er das trotzdem. Naja, gut, das können wir ja später auch noch abmachen, theoretisch. So. Jetzt muss ich aber doch genug haben, oder? Da steht aber jetzt nicht, dass ich zu ihm zurückgehen soll. Das waren doch jetzt 20.
Ich habe ja jetzt schon 30. Nee, Moment, ich hab zweimal die 10 gemacht und die habe ich dann hingestellt. Bis auf eins, glaube ich, was ich nicht hingestellt habe. Die macht mich hier total bekloppt. Ich baue jetzt das von innen, baue ich jetzt mal eben wieder ab. So. Ach so, jetzt bleibt das so. Das sieht aber nicht sehr schön aus. Habe ich da jetzt einen Bug entdeckt oder? So sieht das jetzt nicht mehr schön aus. Auch wenn ich das jetzt alles wegmache, habe ich echt kein Holz mehr, um irgendwas zu bauen gleich. Ah, okay, mit X geht da tatsächlich immer eins weiter. Wir gehen jetzt mal einfach zu ihm rüber und gucken jetzt einfach mal, wo er ist. Beziehungsweise, ob er mir da helfen kann. Der steht am Steinkreis aktuell. Gucken wir mal. Ob er jetzt irgendwas dazu sagt. Weil ich habe ja jetzt. Ach nein, oder hätte ich die bauen? Nein, oder? Baue einen Weidezaun und einen Gatter. Hätte ich die mitnehmen müssen oder hätte ich die. Ich glaube, ich hätte die mitnehmen müssen, oder? Schön, dich zu sehen. Bis später. Och nein, komm. Also, wenn da steht, dass man was bauen soll, heißt das nicht, dass man die Sachen schon aufstellen soll. Habe ich das jetzt richtig verstanden, ja? Das heißt, ich kann die ganze Tortur jetzt nochmal von vorne machen, oder was? Och nee. Kian, du willst mich doch veräppeln. Außerdem sieht das jetzt scheiße aus. Aber dafür habe ich ein großes Gehege, ich meine. Moment, wir machen jetzt nochmal den Weidezaun. So. Und nochmal. Und für das andere haben wir jetzt nicht mehr genug. Doch, haben wir noch. Okay. So. Ich sollte den Zaun Kian zeigen. Ach, ihr könnt mich doch mal. Also ihr nicht, sondern der Kian. So. Böser Kian. Mann. Oder Kian. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ich habe den Namen im Leben ehrlich gesagt so noch nie gehört. Böser alter Mann. Hallo Gameplayerin. Schön, dich zu sehen. Voila, ein Weidezaun mit Gatter. Der Rest steht schon bei mir. So. Wer hätte das gedacht, dass du so schnell dazulernst? Naja, kann ich nicht wirklich von mir behaupten, weil ich habe es ja jetzt mehrfach gebaut. Die Sau! Der hat mir die Sachen geklaut! Nein! Wie war das mit den Höhlen? Lach. Immer mit Geduld. Zuerst kümmern wir uns um die Tierhaltung. Viele Tierarten kann man zähmen, wenn man weiß, was sie besonders gerne fressen. Einem Schaf eine Handvoll Heu anzubieten, während es auf einer Weide steht und kaum den gewünschten. Wird kaum den gewünschten Effekt bringen. Es tut mir leid, ich sitze heute hier mit Migräne und mit Kühlakkus auf dem Kopf. Ich kann heute irgendwie nicht mehr lesen. Es tut mir wirklich sehr leid. Meine Hühner zum Beispiel lieben Körner und wenn ich ihnen ab und zu eine Handvoll davon gebe, legen sie regelmäßig Eier. Ach so, ja, die müssen dann gefüttert werden, ne? Die ich dann nur aufsammeln muss. Nur aufsammeln, das klingt gut nach all der Arbeit, die ich hinter mir habe. Ja, und das doppelt. Ja, aber du darfst nicht vergessen, sie ab und zu füttern. Außerdem sollten sie auch einen natürlichen Lebensraum haben. Das bedeutet genügend Auslauf, ihre normale Nahrungsquelle und Wasser. Ach so, deswegen sollte man das noch nicht aufbauen, nehme ich an. Tada. Die meisten unserer Hoftiere fressen alle möglichen Grassorten und Wasser gibt es am Teich. Oder du bastelst einen Wassertrog, wo sie trinken können. Das wäre schön, aber den kenne ich noch nicht. Und der Zaun dient dann dazu, dass sie nicht weglaufen? Genau. Sie rennen meist der leckersten Nahrung hinterher und du würdest dann Schwierigkeiten haben, sie wiederzufinden. Deshalb der Zaun und das Gatter, damit du selbst hineinkommst. Sollte dir ein Tier entwischen, kannst du, wenn es gezähmt ist, es ansprechen, also so wie mein Gewissen, und es wird dir eine Zeit lang folgen. Wie lange ist unterschiedlich und vielleicht musst du das wiederholen, bis du an deinem Ziel angekommen bist. Also nicht so wie bei Minecraft quasi,
das Futter in die Hand nehmen und das dann die ganze Zeit hin und her lotsen, sondern ich fütter das dann einmal und das läuft hinter mir her, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das damals war. Also mache ich am besten eine Art Schleuse aus zwei Gattern. Kannst du machen. Aber so dramatisch ist es nicht. Kleintiere wie Hühner und junge Schafe, Kühe oder andere Tiere kannst du auch zum Transport in einen Käfig sperren. Kühe, ja, klar. Kühe sind tolle Kleintiere. Redet der jetzt von kleinen Kühen, also von Kälbchen, oder redet er jetzt von ausgewachsenen Kühen? Auf diese Weise verkauft der Bauer in Waldheim seine Tiere. Die sind wahrscheinlich teuer, oder? Meine Hühner stammen auch von dort. Ich habe hier zwei Hühner für dich eingefangen, damit du sie in dein Gehege setzen kannst. Eins ist noch sehr klein, aber das andere sollte schon bald Eier legen. Hey, vielen Dank, da freue ich mich schon auf meine ersten selbstgelegten Eier. Ja, ich lege die Eier immer selbst. Damit sie dann auch bei dir Eier legen, gebe ich dir auch noch einige Portionen Körner mit. Es reicht meist aus, sie einmal die Woche damit zu füttern, damit sie in Legelaune bleiben. Oh, einmal die Woche hört sich sehr gut an. Falls du im Winter allerdings auch Eier möchtest, müsstest du deinen Hühnern jeden Tag füttern, weil sie sonst im Winter eine Pause einlegen. Das ist ja eine Sauerei. Die machen hier, die streiken hier, nur weil wir Winter. Ja gut, ich meine, ich kann es verstehen, ne? Wenn man, also um Eier zu legen, ja gut, um Eier zu legen nicht, aber um die auszubrüten zumindest, müsste man sich ja dann auf diesen eiskalten Schnee setzen. Und da haben die Hühner bestimmt keine Lust drauf. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Wenn ich noch reden kann, heißt das. Es tut mir leid. Ich habe, glaube ich, schon erwähnt, dass ich ja mir den nächsten Virus eingefangen habe. Deswegen, im Moment ist es echt schlimm. Ich kann nur noch halb reden. Moment, Moment. Zuerst geh zu meinem Hühnergehege und füttere meine drei Hühner. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Okay. Folgen werden dir meine Hühner nicht. Warum nicht? Ich dachte, ich könnte die jetzt mitnehmen. Sie sind einfach schon zu lange bei mir und trauen Fremden nicht. Körner nicht als Werkzeug benutzen. Sondern lege die Körner auf den Hühnern ab. Soll ich denen die auf den Kopf werfen oder was? Okay. Hä? Okay, wir versuchen es mal. Achso, ich habe das Gitter. Ach so, er hat die mir wiedergegeben. Ah, okay, das ist nett. Ich dachte schon, der behält die jetzt. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Genau, das war. Ach so, der hat mir jetzt aber keinen. Oh, was ist das denn hier? Also, Moment, halt. Ich habe jetzt. Aber ich kann hier nichts. Kann man das auch mit der. Ja, mit der Axt kann man es nicht machen, ne? Schade. Was wächst denn da? Ich würde gerne wissen, was das ist. Moment, wo war jetzt das Gehege? Hier. Ich hätte nämlich auch gerne so ein Hühnerhaus. Das wollte ich eigentlich eben gesagt haben. Was ist denn, wenn ich jetzt hier die Tür offen lasse? Laufen die dann alle weg? Okay, Moment. Zack. Ich habe das jetzt nicht ernsthaft gerade selber gegessen, oder? Jetzt lauf doch nicht weg, ich will dich füttern. So, okay. Rechte Maustaste. Wie viele Hühner sollte ich denn füttern? Waren das drei oder vier? Das sind jetzt schon vier. Moment. Füttere die Hühner. Okay, das ist fertig. Okay. Moment, jetzt gehe ich am besten mal hier raus. Eieieiei. Jetzt habe ich das auch noch selber gegessen. Ich wollte das doch gar nicht selber essen. Hallo Gameplayerin. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Ja, noch nicht. Du musst noch mit mir reden. Alle Hühner gefüttert. Gut, dann bist du nun soweit, dein Gehege aufzubauen und die beiden Hühner darin freizulassen, die ich noch nicht bekommen habe. Hallo? Denk an einen Wasserzugang und mache das Gehege nicht zu klein. Manchmal regnet es so viel, dass die Gewässer über die Ufer treten und dann würden deine Hühner ertrinken. Jetzt habe ich gerade kurz mit den Gedanken gespielt, den Hühnerstall unten ans Wasser zu setzen. Und jetzt sagt ihr mir, die würden dann ertrinken. Ja, super. Wenn du deine beiden Hühner ausgesetzt und gefüttert hast, komm morgen noch einmal bei mir vorbei und frag nicht wieder nach den Höhlen. Warum nicht?
Na gut. Ah, jetzt habe ich die Hühner bekommen. Okay, Dankeschön. Ja. Ihr merkt schon, das ist heute eine totale Chaosfolge für mich. Ich glaube, ich sollte noch mal ein neues Gatter bauen. Das Blöde ist nur, ich würde gerne einen Wassertrog bauen, aber ich habe jetzt von ihm leider, oder vielleicht kriegen wir das auch, wenn wir noch mal zurückkommen, das weiß ich nicht, aber wir haben jetzt leider keine, Moment, ich muss mal ja rausgehen, nicht, dass ich die aus Versehen freilasse. Leider keine, keinen Entwurf bekommen, damit ich das machen kann. Es war alles so schön gedacht. Dann hat er mir das kaputt gemacht. Jetzt ist das hier alles so doof. Ich glaube, ich baue die jetzt tatsächlich nochmal neu. Ich reiß die Seite nochmal ab. Und dann baue ich hier nochmal neu. Das ist zwar unheimlich viel Holz, zugegebenermaßen. Aber gut, ich habe noch 21, ne? Ich habe es ja jetzt eh doppelt und dreifach gemacht. Ja, es tut mir leid, aber das sieht halt nicht gut aus. Und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt hier schon mal erwähnt habe, aber ich bin halt Perfektionistin. Und ich kann das nicht leiden, wenn das dann so aussieht. So, jetzt probieren wir das nochmal. Das zu. Das. Das, das, das. Machen wir das so, so. Dann ist zwar jetzt der Eingang nicht mehr so schön mittig, wie ich es eigentlich gehofft hatte, aber gut, das ist dann jetzt auch nicht so schlimm. So, dann nehmen wir schon mal die Hühner. Ja, ich weiß, dass du müde wirst. Wir haben aber jetzt noch was vor. Wir müssen das mit den Hühnern heute noch machen. So. Weder rechts noch links kann ich die freilassen. Warum nicht? Hallo? Ach so, weil das so weit weg ist. Oh, immer dieses weit weg sein. Moment, habe ich den Käfig? Kann ich den jetzt behalten? Ah, cool. Wo ist das Huhn jetzt hin? Das ist das ist so klein, das finde ich überhaupt gar nicht mehr. Ein schwarzes Huhn habe ich auch. Okay. Moment. Nein, so. Das habe ich gefüttert. Ach, da ist das andere. Das hat sich hier versteckt. Okay. Okay. Gefüttert haben wir es. Wir müssen aber jetzt noch mal eben schnell das Wasser machen. Oh. Bevor ich hier noch zu müde bin. Die müssen wir jetzt erstmal wieder wegstellen. So, das Gatter tue ich jetzt auch erstmal hier. Also das Gatter, ne? Also hier die Dinger. Die tue ich jetzt auch erstmal hier rein. Das zum Füttern tun wir auch mal hier rein. Ja, das Holz tue ich gleich rein, wenn ich rausgehe. So, Moment. Ich hoffe, die kippt mir jetzt. Hä, wieso habe ich jetzt auf einmal wieder 8 leere? Hä? Ich hatte eben noch 4-4. Ich verstehe nicht, was das Spiel mit mir macht, ganz ehrlich. Der klaut mir immer mein Wasser. So. Jetzt habe ich absolut keine Ahnung, wo ich jetzt gerade. Das kommt man, das Wasser kommt man hier nicht sehen. Ne? Oh, jetzt ist das auch noch so dunkel. Zwei, ich glaube, ich habe zwei gemacht. Ich hoffe es. Sonst ist das eine jetzt nicht mehr gegossen. Nee, da muss ich nicht. So. Ja, dann fallen dir deine Augen zu. Wir müssen noch schnell hier. Siehst du, ich habe doch gesagt, das ist eine schlechte Idee, wenn ich abends hier noch das Wasser eben mache. Das ist ja toll. Das ist ja toll, dass die, dass das dann länger hält. Habe ich das dritte jetzt auch gegossen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es ist toll, dass das dann länger hält. Also besser angenommen wird. Aber das Problem ist halt, dass ich abends meistens das Problem habe, dass ich fast umkippe, bevor ich wieder zu Hause bin. Ich glaube, wir müssen das irgendwie dann doch morgens machen, wenn wir aufstehen oder so. Ich weiß es nicht. Hä? Ist das hier weggefressen worden? Alter Schwede. Das ist nicht dein Ernst. Waren die Mäuse tatsächlich da dran? Also nichts gegen Schweden, ne? Das ist, ich weiß nicht, wo ich das eigentlich hier habe. Vielleicht ist Kian ja ein Schwede. Deswegen sage ich alter Schwede. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß, dir fallen die Augen zu, aber du musst noch mal eben kurz das Wasser hier auffüllen.
Warum die jetzt nicht übereinander gestapelt sind, weiß ich nicht. Also irgendwie ist das alles ein bisschen verhext heute. Also nicht nur heute. Aber egal. So, Moment. Das machen wir jetzt hier hin. Das stapeln wir jetzt wieder. Das kommt rein. Das Holz wollte ich drinnen machen. Damit das hier nicht so im Weg rumliegt. Ich habe sogar. Boah, ich muss über 200 Holz gehabt haben. Wo habe ich das denn alles her? Keine Ahnung. Okay, gut. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal hier hinlege. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Und dann schauen wir mal nach der Chaos-Folge heute. Chaos am Hühnerstall. Ich glaube, so werde ich sie nennen. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was Kian uns noch sagen will oder vielleicht auch, was er uns geben will. Wie gesagt, ich habe das alles, ne, es ist schon über 3 Jahre her, ich habe das nicht mehr so im Kopf. Ich hoffe aber inständig, dass er uns den Entwurf für den Wassertrog vielleicht gibt, weil er das ja schon so angedeutet hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Oh, bis 6 Uhr ist nicht viel. Sagen wir mal 8 Uhr. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!